Prunk, Protz und tolle Aussichten. In manchen Hotels gibt es nur das Beste vom Besten. Platz 3 der teuersten Suiten verteidigt derzeit die Ty Warner Penthouse Suite im Four Seasons Hotel in New York. Für einen 360-Grad-Blick über Manhattan, privatem Butler in einer Suite mit 9 Zimmern, legt man umgerechnet rund 30.000 Euro pro Nacht auf den Tisch. Um sich die 1500 Quadratmeter große Presidential Suite dekoriert mit Blatt, Gold und Elfenbein und privater Dachterrasse leisten zu können, sollten die 33.000 Euro pro Nacht schon locker gemacht werden. Damit schafft die Suite es auf den zweiten Platz. So gut beschützt wie amerikanische Spitzenpolitiker ist man in der Royal Penthouse Suite des President Wilson Hotels. Durch die schusssicheren Fenster hat man einen Panoramablick auf den Genfer See und den Mont Blanc. Aber auch sonst treibt ein Steinway-Klavier, ein Billardraum oder ein privates Fitnesscenter den Preis in die Höhe. Eine Nacht kostet umgerechnet rund 49.000 Euro. Damit ist sie die teuerste Suite.